Hallo, danke für die Einführung und ich freue mich total, hier zu sein. Auch heute Morgen, als ich gehört habe, ja, wer alles hier ist, also diese ganzen Stipendiaten, Stipendiatinnen, die im Museum arbeiten, und jetzt herrscht ja so eine quasi ein bisschen eine Asymmetrie, weil ich jetzt über meine Arbeit reden kann, aber Sie gar nicht über Ihre Arbeit, und da wäre ich jetzt halt total interessiert daran. Aber ich sehe ein Potenzial, dass ich rede über Museen und arbeite gar nicht im Museum. Also ich bin assoziierter Wissenschaftler im Museum für Naturkunde, das schon. Aber ich glaube, wenn Ihnen was komisch vorkommt, was ich über Museen behaupte oder über das Kuratieren oder das Sammeln, dann wäre ich halt total interessiert daran, dass Sie mir widersprechen, dass Sie sagen, also nee, das ist ganz anders. Da kann ich nämlich ganz viel von Ihnen lernen, glaube ich. Okay, so, Moment. Ja. Ah, das, nee, das ist meins, ist alles gut. Ja, das habe ich mitgebracht. Ja. Okay, also wie gerade schon gesagt wurde, arbeite ich als Postdoc-Forscher in so einem Projekt. Das heißt, inzwischen heißt es Museums and Society Mapping the Social. Also wir haben ein bisschen cooleren Namen inzwischen. Und da mache ich eine Fallstudie zu sozialen Aspekten der Digitalisierung in Museen. Also mich interessieren die Datenbanken, die Interfaces, genau. Das schaue ich mir an und betone eben die sozialen Aspekte. Heute geht es genau um sowas. Es geht darum, vernetzte Daten gemeinsam schreiben. Das ist das Thema. Wir haben auch erst überlegt, als ihr mich eingeladen habt, ob ich einfach Coagi vorstelle. Also das ist so ein Community-Interface, wo man gemeinsam vernetzte Daten schreiben kann. Aber da sprechen zwei Dinge eigentlich dagegen. Also erstens, das war ein Projekt von 5 Leuten, also ein kleines Kollektiv mit Entwicklerinnen, Künstlerinnen. Und jetzt bin ich ja alleine hier und das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, das alleine vorzustellen. Und es gibt oft, wenn es so um Digitalisierung geht, so ein bisschen die Idee, dass wir durch Technologien Probleme lösen können. Und ich bin sehr stark der Überzeugung, dass das nicht so ist, sondern dass soziale Probleme halt auch eine soziale Lösung brauchen. Und deswegen will ich lieber ganz ein bisschen über das Interface reden, aber ganz viel um die sozialen Probleme außenrum. Genau, also die Frage heute ist quasi, wie und warum können wir Daten gemeinsam schreiben, gemeinsam produzieren, heißt es eigentlich nur. Und dazu habe ich so ein paar Punkte mitgebracht. Als erstes geht es quasi um die soziale, die gesellschaftliche Rolle von Museen, wie wird diese diskutiert. Dann geht es um, also wird das ein bisschen erweitert, digitale soziale Beziehungen. Dann geht es um Kollaboration und damit meine ich dann wirklich so Tools zur Kollaboration. Und dann ende ich mit einem Thema, das habe ich jetzt mal digitale Solidarität genannt. Okay, gut. Ich fange an mit der sozialen Rolle von Museen. Ich schaue mal kurz auf die Uhr. Ein Zitat, das ist vom International Council of Museums. Das kennen Sie vielleicht auch alle, das Zitat, schauen wir mal. Nämlich, es hat Wellen geschlagen, dieses Zitat. Es war ein Vorschlag für eine neue Museumsdefinition. Also es ist so, dass Museen nicht erst seit Kurzem, Sie wissen das alle, als Institutionen hinterfragt werden, sich selbst hinterfragen. Also es geht darum, was ist die gesellschaftliche Rolle von Museen jenseits von Sammeln, Bewahren, Ausstellen. Und 2019 wurde von ICOM dann, also es wurde so ein Prozess angestoßen, um neue Definitionen zusammenzutragen. Die sind teilweise recht lang, sehr komplex und die ist auch schon nicht mehr aktuell. Also das ging dann schnell, es gab Streit darum, viele Gegenvorschläge. Es wurde dieser Definition vorgeworfen, quasi irgendwie sozusagen zu woke zu sein, irgendwie nur so Social Justice mäßig Museen zu idealisieren. Also dieses Zitat bildet eine Debatte ab. Es bildet einen Streit ab und deswegen lese ich es kurz vor. Also die neue Museumsdefinition ist: Museums are democratizing, inclusive and polyphonic spaces for critical dialogue about the pasts and the futures. They are participatory and transparent and work in active partnership with and for diverse communities to collect, preserve, research, interpret, exhibit and enhance understandings of the world, aiming to contribute to human dignity and social justice, global equality and planetary well-being. Genau, also
alles daran ist gut und wichtig. Das ist eine neue Idee des Museums. Und genau, es ist nur so viel da quasi reingepackt, es gab sehr viel Streit darum. Aber die Essenz, würde ich sagen, ist, wie soll die Vergangenheit ausgestellt werden, wer bestimmt diese Erzählungen im Museum, wer wird repräsentiert und wer ist ausgeschlossen. Und da setzt diese Definition an. Und mir geht es darum, solche Debatten, solche Streits aufzugreifen und zu fragen, wie sieht es dann im digitalen Raum aus? Also, was ist mit digitalem Archivieren und digitaler Vermittlung? Wie sieht es da mit solchen ethischen und demokratischen Verpflichtungen aus? Okay, also, was ist im digitalen Raum los? Ich möchte über digitale soziale Beziehungen rund um Museen sprechen. 1991, als das World Wide Web gestartet ist, das ist quasi so die Oberfläche des Internets, also das, was wir sehen, der Hypertext, wo verbundene Informationen über Links navigiert werden können, das hat natürlich auch in der Museumswelt Wellen geschlagen. Museen also haben recht schnell erkannt, dass ihre vernetzten Sammlungen einen besonderen Wert in so einem Kontext des vernetzten globalen Wissens haben. Ein schönes Zitat aus dieser frühen Zeit stammt von David Bierman auf der Museum Collections and the Information Superhighway Konferenz von 1995. Ich lese mal vor. If the cultural heritage community could exploit the power of multiple independent authority files as knowledge bases, they would enable the intellectual integration of museum object information with information resources created by others. Was heißt das quasi? Es geht um die Verknüpfung von Museumsdatenbanken, die eben bestimmten Normdatensätzen folgen, also Authority Files, mit anderen normierten Daten, also mit normierten Daten von anderen. Okay, wer sind die anderen? Bei David Bierman sind das eher andere staatliche Institutionen. Also er stellt sich das so vor, dass das Wissen über die Kunst zusammengerechnet, zusammen verbunden wird mit zum Beispiel sowas wie Zensusinformationen, Bevölkerungsinformationen, Bevölkerungsstatistik, Geodaten, also eher sowas staatliche Institutionen erheben. Also jetzt mal zu so einem anderen Bild von den anderen. Heute beschäftigen sich Museen auch sehr stark mit ihren Usern, könnte man sagen. Also das sind jetzt andere. Und die Beziehung zu diesen Akteuren, die eben auch mit dem Museum vernetzt sind, die funktioniert ein bisschen anders als in dem Beispiel gerade. Wir sind jetzt in der Gegenwart angekommen. Ich habe hier mal so ein paar Screenshots einfach schnell zusammengewürfelt. Wir sehen die Werbung für einen Hackathon. Also Hackathon, das sind diese sehr schnellen Entwicklungsevents, wo innerhalb von wenigen Tagen ein Produkt entwickelt wird. Hier geht es darum, das Museum für Naturkunde stellt die Klänge des Ozeans zur Verfügung, also Unterwasseraufnahmen, und dann soll daraus in wenigen Tagen Software und Musik und Spiele und so weiter entwickelt werden. Oder wir sehen hier dieses, also so eine 3D-Brille darf ja nie fehlen. Es geht auch sowas um sowas wie digitale Ausstellungen. Also wie können wir gescannte 3D-Objekte immersiv erfahren, indem wir uns eine Brille und solche Controller anziehen. Und unten auf der Seite, wie zirkulieren dann eben Museumsdaten, Museumsobjekte, Aufnahmen von Museumsobjekten und das Wissen darum, auf Social-Media-Kanälen, auf kommerziellen Social-Media-Kanälen, wie hier zum Beispiel Instagram, was das Museum für Naturkunde eben auch wie viele andere benutzt. Ein Punkt, den wir hier schon mal vielleicht beobachten können, ist, die Aktivität und die Zeit dieser User ist eigentlich immer nach der Digitalisierung, also nachdem alles eingescannt, beschrieben, hochgeladen wurde. Die Museen behalten quasi die Kontrolle über die Datenbank, aber zirkulieren ihre Sachen zur Nachnutzung, zur Verarbeitung, zur Nutzung in anderen Kontexten, wie eben diese Spiele und so weiter. Das wirft so ein bisschen die Frage auf, wie ist es jetzt mit diesem Participatory, Active Partnerships, Diverse Communities, Polyphonic Spaces, die Museen jetzt sein wollen?
Das sieht dann eben digital manchmal so aus, aber es betrifft eben nicht die Datenbank selbst. Also das Wissen, das das Museum festhält, bleibt erstmal gleich. Die Kontrolle darüber bleibt bestehen. Und darauf kommen wir gleich zurück. Aber ich möchte jetzt erstmal nochmal bei diesem Punkt Social Media bleiben. Also was passiert mit den Museumsdaten, wenn sie auf kommerzielle soziale Medienplattformen wie Facebook, Twitter, Instagram hochgeladen werden? Wir sehen hier auf der einen Seite strukturierte Daten auf der offenen Online-Plattform der staatlichen Museen in Berlin, SMB Digital, die gibt es seit 10 Jahren. Also da ist das eingescannte, abfotografierte Gemälde, dann halt eben die Informationen dazu, wie der Titel, der Name des Künstlers, Lebensdaten und technische Angaben und so weiter. Und jetzt das gleiche Bild auf dem Facebook-Kanal von den staatlichen Museen. Sieht natürlich ganz anders aus. Wir haben hier so die typische Feed-Logik. Also das Medium zirkuliert dort eben mit so einem Text darunter und dem Accountnamen Staatliche Museen zu Berlin. Und es ist eben ein Post. Also ne, das hat dann so diese Reaktionsfeatures, dass die Leute, die diesen Kanal abonniert haben, halt so auf diese Herzchen klicken können oder so einen Kommentar drunter schreiben können. Also wir sehen hier wieder eine bestimmte Rolle der User, die sollen reagieren. Im Feed, da sind wir dann auch gleich in diesem Thema der Ökonomie des Internets mit drin, nämlich im Feed geht es ja immer so darum, die Aufmerksamkeit zu heischen, dann Reaktionen zu erzeugen. Und dahinter steckt ja auch eine starke ökonomische Logik, nämlich es geht darum, auch Daten für die Plattformen zu erzeugen. Also wie reagieren Leute auf bestimmte Medien? Das wird dann eben überwacht, aufgezeichnet und dann kann man eben die Werbung viel stärker zuschneiden, was ja das Finanzierungsmodell dieser Plattformen ist. Also wenn Leute sich stark für Museumsobjekte interessieren, kann man ihnen eben dann dementsprechende Werbung für ihren sozialen Hintergrund zugeschnitten präsentieren. Shoshana Zuboff hat das Überwachungskapitalismus genannt. Das definiert sie so, a new economic order that claims human experience as free raw material for hidden commercial practices of extraction, prediction and sales. Was eben an diesem Zitat wichtig ist, also sie sagt nur, menschliche Erfahrung wird Rohmaterial für versteckte kommerzielle Praktiken der Ausbeutung und der Vorhersage auch. Wichtig an dem Zitat ist, es geht nicht nur um eine Social-Media-Kritik, also auch wenn es jetzt drüber steht, aber es geht darum, dass eben eine Überwachung die Grundlage von so einer Ökonomie ist. Und es geht darum, unser gesamtes Verhalten im Internet auszunutzen, also was wir suchen, wofür wir uns interessieren, welche Gefühle wir dabei quasi aufzeichnen lassen. Also Gefühle meine ich jetzt so emotionale Reaktionen oder Verwendung von emotionalen Begriffen bis hin zu den Körpern und wie sie sich bewegen und treffen. Also über die Smartphones, wie man sich durch die Stadt bewegt. Mir ist halt jetzt eben wichtig zu betonen, dass Museumsdaten da ja einen sehr großen Wert haben. Also es sind sagen wir mal, altehrwürdige Institutionen mit bestimmten Milieus, die dorthin gehen, die sich dafür interessieren und sie haben ein großes Publikum. Und die Daten dieses Publikums, die landen jetzt halt alle bei diesen Plattformen, die dann ihr überwachungskapitalistisches Geschäftsmodell verfolgen. Damit verbindet sich natürlich jetzt nicht nur so ein, also damit verbindet sich auch ein Auftrag, würde ich sagen, für öffentliche Institutionen, denn diese haben ja schon eine Verantwortung für ihr Publikum und müssen sich daher gezwungenermaßen mit diesen Geschäftspraktiken beschäftigen. Okay, es gibt auch ein Gegenbeispiel, das ich gerne anführe für soziale Beziehungen im Internet und Communities. Also Sie kennen das alle. Es ist die demokratische Wissensplattform Wikipedia, die gibt es seit 20 Jahren. Seit 10 Jahren gibt es dann eben auch so die dazugehörende offene Datenbank Wikidata. Das ist eigentlich auch sowas wie ein soziales Medium. Also es gibt Userprofile, es gibt gemeinsame Kanäle, es gibt so Nachrichtensysteme, es gibt ein System der Selbstverwaltung und Selbstmoderation und das Ganze ist eben Non-Profit.
Es sieht ein bisschen aus wie die Museumsdatenbank vorher. Also wir haben ja auch strukturierte Daten, also fast das Gleiche, eben die ganzen Basics zu den Bildern, Technik und so weiter. Nur die können jetzt alle, die auf diese Seite gehen, bearbeiten. Und also der Vergleich hinkt natürlich so ein bisschen, weil die Leute sind ja auf Facebook, weil sie Facebook wollen und sind nicht auf Wikidata, weil es ja nicht das Gleiche ist. Aber ich möchte diesen Vergleich so ein bisschen bewusst überstrapazieren. Also es ist eben ein soziales Medium, wenn wir es als soziales Medium sehen wollen. Aber auch dieses spezielle soziale Medium, also dass es eben fast aussieht wie ein Museumskatalog, auf dem man aber sozial interagieren kann, unterstreicht auch, wie wichtig solche Plattformen für Museen sind. Also es ist ein Museumskatalog, aber für alle. Deswegen ist es besonders relevant für Museen. Jetzt sind wir schon beim Punkt Kollaboration. Also wie funktioniert das denn jetzt mit dem Sozialen dieser Medien wie Wikidata? Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Ich zeige da mal ein Beispiel aus meinem Seminar. Also ich unterrichte an der TU Kunstgeschichte und wir machen viel so Projektarbeit, praktische Geschichten. Was wir hier gemacht haben, ist, wir haben auf Wikidata Gemälde aus der alten Nationalgalerie zu Gemälden in der alten Nationalgalerie recherchiert und dann eben Informationen beigetragen. Wir haben uns da so auf die Motive in den Bildern zum Beispiel konzentriert oder auch auf Orte, an denen dieses Gemälde war oder auf Personen, die mit diesen Gemälden zu tun hatten. Und das haben wir dann alles in diese Datenbank mit eingetragen. Und auf der anderen Seite können Sie sehen, wie Wikidata eben auch so Tools hat, um das dann auch anders darzustellen. Also nicht nur diese Datenblattformatierung, sondern hier sieht man halt, was wir alles in Zusammenhang gebracht haben. Also welche Werke, mit welchen Orten und mit welchen Personen. Und das zeige ich, weil ich glaube, dass es wichtig ist, über so eine Netzwerkdarstellung nachzudenken. Also einerseits gibt es natürlich eine Kritik, die wichtig ist. So eine Netzwerkästhetik, die reduziert ja auch irgendwie immer Informationen. Das ist eine Vereinfachung. Und das ist total suggestiv. Ne? Also es hängt zusammen. Das kommt, denke ich, deutlich rüber. Aber ich sehe eben auch starke Potenziale, die für diese kollaborative Arbeit wichtig sind. Wir können eben eine Vielfalt an Informationen in der gleichen Ebene sichtbar machen. Wir können auch widersprüchliche Aussagen zu einem digitalen Objekt in der gleichen Ebene darstellen. Und deswegen sehe ich es eben wichtig, an solche vernetzten Tools zu verwenden. Jetzt eine Einschränkung. Das rechts muss man immer extra machen. Gearbeitet haben wir in der Datenbank. Also wenn Sie hier eine Information ändern wollen, dann klicken Sie halt auf dieses kleine Symbol, so ein Stift, und dann können Sie es ändern. Und danach können Sie jetzt schauen, wie alles zusammenhängt. Und deswegen will ich auch noch andere Tools vorstellen, wo das ein bisschen anders ist. Eine andere Plattform mit interessantem Interface ist Graph Commons. Und dort funktioniert es nämlich so, dass man diese Verknüpfungen direkt mit so einem Art digitalen, Stift zeichnen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier betonen will, dass das Werk Lokomotivenzyklus von Paul Meyerheim mit dem Werk Eisenwalzwerk von Adolf Menzel beides Arbeiter, also Industrieproletariat darstellt, dann könnte ich das einfach mit einem Stift auf diesem Netzwerk direkt machen. Es geht auch, dass wir Daten importieren und so haben wir das bei diesem Seminar gemacht. Wir haben immer nach jeder Sitzung die Daten tabellarisch erfasst, um sie dann in so ein Netzwerk zu importieren. Das Problem mit diesem, also der Stift wäre auch toll gewesen, aber das habe ich die Studierenden nicht machen lassen, weil es gibt ein Problem mit dieser Plattform auch. Die haben verschiedene Google-Tracker drin, so Google Analytics, und arbeiten eben mit so Google-Tabellen und das geht halt in der Lehre nicht. Also da spricht unter anderem die Datenschutzgrundverordnung dagegen. Also ich kann nicht meine Studierenden sozusagen zwingen, Google zu benutzen. Deswegen habe es dann ich immer nur gemacht und ihnen gezeigt. Und jetzt sind wir endlich bei dem, wo ich auch dabei war bei der Entwicklung. Also ist ein Open-Source-Projekt, eben auch eine Art und Weise, Graphen gemeinsam zu bearbeiten.
Das war, das wurde auch schon gesagt, ein Team von 5 Leuten. Wir haben uns dafür ein halbes Jahr zusammengefunden. Es waren eben Künstlerinnen, Interface-Designerinnen, aber auch so Leute, also Backend-Entwickler, und ich war so ein bisschen der digitale Kunsthistoriker. Es gibt eine schöne Anekdote dazu. Es wird ja immer gefragt, was ist hinter den Bildern. Eine Verbindung zwischen diesem Bild und der Arbeit Archive Dreaming von Refik Anadol ist, dass die gleiche Programmiererin für beide Projekte gearbeitet hat. Also Luna Nane, die das Refik Anadol-Projekt programmiert und gestaltet hat, hat auch unser Interface gestaltet. Also es ist ein Interface, um Graphen zu gemeinsam zu schreiben, also vernetzte Informationen gemeinsam zu schreiben. Und dazu haben wir uns eine neue Art von Eingabemaske ausgedacht, nämlich eine Drei-Felder-Logik sozusagen. Es gibt Element, Relation und Element, und sonst gibt es eigentlich fast nichts. Also man kann einfach alles, was man erfassen will, solange es 2 Dinge sind, die miteinander zu tun haben, mit dieser Maske erfassen. Und sobald 2 Leute anfangen, über die gleiche Sache zu schreiben, werden diese Interpretationen, diese Verbindungen miteinander verbunden. Genau, und man kann auch so einen bestehenden Punkt einfach anklicken, dann wird er auch da reingeladen und dann kann man weiterschreiben. Also zum Beispiel könnte man jetzt, was man hier so ein bisschen sieht, was steht hier zum Beispiel, da ist ein Bild reingeladen und dann steht da, das ist ein Screenshot. Und dann könnte eine weitere Person halt weiterschreiben, ein Screenshot ist unzureichend oder sowas, und dann könnte man in verschiedene Richtungen das weiter treiben. Also ich habe jetzt bewusst ein abstraktes Beispiel genommen, weil man kann es halt wirklich für alles einsetzen, das ist die Idee. Wir haben auch sehr viel Zeit dafür verwendet, eine Dokumentation zu schreiben, wo wir so die sozialen, politischen Erwägungen, die dahinter stehen, warum haben wir es genau so gemacht, und die Technik und die Installationsanleitung und alles drinsteht, das findet ihr auf koachi.net. Da gibt es den Code, eine Demo und genau, wie gesagt, alles Open Source. Das heißt, es können alle Leute damit arbeiten, und genau. Wir freuen uns natürlich auch, wenn wir weiter daran arbeiten können, weil ein halbes Jahr ist eigentlich eine ganz schön kurze Zeit für so eine Softwareentwicklung. Ich komme zum letzten Punkt. Das ist der Punkt digitale Solidarität. Den habe ich ans Ende gesetzt, weil ich schon wichtig finde, nochmal zu betonen, warum das Ganze, also warum dieses gemeinsame Schreiben. Ich habe es ja schon so angedeutet, ich will ganz stark machen, dass ich Wikidata und Graph Commons und Koachi als soziale Medien verstehe oder das ein bisschen übertreiben will, diesen Vergleich. Nämlich, es sind einfach Tools, die eine Möglichkeit bieten, im Internet soziale Beziehungen zu pflegen und zusammenzuarbeiten. Wenn jetzt Institutionen wie Museen solche Arten der sozialen Medien fördern wollen, dann ist der erste Schritt, denke ich, Daten bereitzustellen, also auf diese Art und Weise solidarisch zu sein. Der nächste Schritt ist natürlich, die auch selber zu nutzen, also sich zu überlegen, wie viel Zeit verbringen wir damit, uns mit Instagram zu beschäftigen, und wie viel Zeit eigentlich mit Wikidata und Wikipedia zum Beispiel. Und natürlich kann man auch die kommerziellen sozialen Medien und die Reichweite, die dort existiert, nutzen, um auf diese offenen Plattformen aufmerksam zu machen. Da haben wir auch gute Erfahrungen damit gemacht, quasi so Leute einzuladen, ein kleines Abenteuer zu erleben auf einem völlig ungewöhnlichen Interface. Das hat ja auch was sehr Spielerisches. Ein hilfreicher Begriff, wie ich finde, um zu fragen, warum wir das alles machen und was damit noch so zusammenhängt, ist Data Solidarity. Ich bringe hier ein Zitat von Mercedes Bunz und Fotini Friki. Also, Data solidarity can be defined as the willingness to share datasets and resources with others while acknowledging the invisible processes that take place during the creation, production and sharing of datasets. Visibilizing those processes and their flaws that may result in marginalizations, also soziale Marginalisierung ist gemeint, accentuate the need for a collective action that will be based on the values of solidarity. Also die Autorinnen sagen, wenn wir fragen, für wen und mit wem wir Daten produzieren und dabei dass die unsichtbar gemachten Erzählungen und Geschichten, also von marginalisierten Personen, von unterdrückten Personen, von ausgebeuteten Personen als Ansatzpunkt nehmen, dann wird einfach der Bedarf deutlich an kollektiven Aktionen, an Zusammenarbeit. Also was heißt das zum Beispiel für Museen?
das bedeutet vor allem, Kollaboration ist keine technische, sondern eine soziale und strukturelle Frage. Also welche Forschungsschwerpunkte etablieren wir, mit wem arbeiten wir zusammen? Kann man bestehende Projekte unterstützen, also von Leuten, die zu solchen Themen arbeiten, innerhalb und außerhalb von Museen und Institutionen, auch in sozialen Bewegungen, und ihnen dann eben Techniken und Ressourcen zum Beispiel auch zur Verfügung zu stellen. Und das Ganze ist eben eine Chance, die eigenen Sammlungen kritisch neu zu erforschen und dieser postulierten neuen gesellschaftlichen Rolle auch gerecht zu werden. Im Kontext von digitalem Überwachungskapitalismus bedeutet das aber auch noch ein bisschen mehr Verantwortung, und damit ende ich auch gleich. Ein Zitat von Joanne McNeill, das bezieht sich so ein bisschen, also sie diskutiert das Internet und dann die neue Aufgabe von Bibliotheken, aber es passt auch total für Museen eigentlich. Ich lese mal vor: A public internet alone won't save us. A decentralized internet itself won't protect us. More than that, what users need are non-commercial, localized systems of feedback, mutual aid and accountability, commons guided with respect to user consent and privacy. Also ich vergleiche das ein bisschen so, wenn ich in eine Bibliothek reinkomme und Hilfe will, also ich suche was, dann sitzen da Leute und mit denen kann ich sprechen und die sind adressierbar, die sind verantwortlich, die haben Respekt mir gegenüber. Und das sieht sie als ein Modell für digitale Institutionen in diesem Zeitalter von Überwachungskapitalismus. Also es reicht nicht, Sammlungen als Commons zu verstehen, also die Dinge, die in den Sammlungen liegen, sondern die ganze Institution, die ganze öffentliche Institution und ihre sozialen Beziehungen sind das öffentliche Gut. Und wie halt John McNeill betont, digitale Öffentlichkeit oder digitale Dezentralisierung, so Web 3.0-Kram, reicht nicht. Wir brauchen Respekt für Personendaten, wir brauchen Verantwortlichkeit, Fürsorge und eben auch Einvernehmlichkeit. Habe ich noch ein paar Minuten oder sollte ich langsam? Okay, das hebe ich mir dann für später auf. Ich habe noch so ein bisschen einen wilden Ausblick, aber ich glaube, es ist wirklich gut, damit einfach zu enden. Vielen Dank. Okay.